Ja, moin, so liebe Sportsfreunde. Ich möchte auch nochmal hier an der Stelle Danke sagen für ein schönes Jahr 2016. Ist immer so ein bisschen die Frage, wie man so ein Jahr bewertet. Ne? Man kann das ja so ein bisschen bewerten nach karrieretechnischer Seite, sportlicher Seite, aber auch vielleicht emotionaler Seite. Fangen wir mal karrieretechnisch an. Da lief nicht ganz so brutal gut, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe oder wie ich mir das 2015 noch für 2016 vorgenommen habe. Jeder hat so ein bisschen damit gekriegt mit der Fitnessliebhaber-Geschichte. Das hat nicht funktioniert. Allerdings muss ich sagen, das ist so eine Sache, die da nicht so gut funktioniert, gerade in dem Bereich, mir auch wieder enorm geholfen hat, beziehungsweise mir ja so ein paar Sachen aufgezeigt hat. Und wie ich vielleicht schon erwähnt habe, plane für 2017 ein neues Projekt. Und da hilft das dann enorm, wenn man mal einen so eine Sache gegen die Wand gefahren hat, dass man so ein bisschen weiß, an welchen Schrauben man drehen muss, um das Ganze besser zu machen. Dementsprechend gibt es auch bei solchen Negativsachen, gerade berufs- oder karrieretechnisch, auch immer so den Punkt, dass man daraus lernen kann, wieder neue Energie schöpfen kann und auch weiß, was man dann vor allem besser machen kann. Und das war so 2016 bei mir so ein Ding, dass ich gemerkt habe, okay, funktioniert doch nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt, aber im Nachhinein weiß man dann auch, was man besser machen muss, damit es beim nächsten Mal vielleicht besser funktioniert. Und das sehen wir 2017 und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Ansonsten, ja, sportlich ist ja so eine Sache. Ich glaube, ich habe gut zugenommen, bin fett geworden. Die Diät startet dann auch jetzt. Da bin ich gespannt, was 2017 bringt, was den Wettkampf angeht. Ne? Ob ich das durchziehe, ob ich das auf die Backen kriege. Ein bisschen Angst habe ich nach wie vor, dass ich am Ende aussehe wie so ein halbes Hemd, weil da bleibt ja nicht viel übrig. Ja, 75 Kilo oder so ist ja am Ende auch nicht viel. Aber ich bin vor allem gespannt auf meine Definition, so einmal auf die beste Form. Und das war eigentlich auch der Grund, wieso ich das Ganze durchziehen will, dass ich einmal noch, ich meine, ich werde 30, so auf meinem Level das Beste raushole, was ich rausholen kann. Denn mit 40 wird es dann irgendwann schwieriger, eine Topform vielleicht noch zu kriegen. Und das ist halt, ja, da die Ambition für 2016 gewesen und für 2017 weiterhin, da noch mal ein bisschen was rauszukitzeln. Und dann kann ich mir auch vorstellen, vielleicht, wenn ich das einmal durchgezogen habe, vielleicht auch wieder andere Bereiche im Sport, vielleicht gerade nicht unbedingt Bodybuilding, noch mal groß durchzuziehen, vielleicht so eine Sache wie einen New York Marathon mal zu machen und so weiter. Ich glaube, da lasse ich großen Spielraum und gucke einfach mal, in welche Richtung das auf jeden Fall geht, vom Sportlichen in 2017. Ich glaube, aber grundlegend muss man einfach sagen, ein Jahr, so, ne, also irgendwie so ein Jahr, ich will auch gar keine große Rede diesmal irgendwie schwingen. Das besteht grundlegend rückblickend immer so aus Momenten, ja, aus Momenten, an die man sich erinnert. Und wenn ein Jahr wie jedes Jahr ist, also sprich, wenn man in einem Jahr jetzt nichts Besonderes irgendwie erlebt hat, dann vergisst man das relativ schnell. Ne? Das sind so Jahre, wo du dich in 10 Jahren vielleicht nicht mehr daran erinnerst. Ihr werdet das auch haben in der Vergangenheit, so ein paar Jahre, die einfach komplett gelöscht sind inzwischen, weil da nichts Besonderes passiert ist. So, andererseits gibt es Jahre, wo viel passiert. Und ich glaube, das kann man sich immer für ein neues Jahr vornehmen, ohne jetzt explizit da was anzusprechen, sondern man kann gucken, dass man vielleicht viele Momente bekommt in einem Jahr, dass man am Ende, wenn das Jahr vorbei ist, auch noch rückblickend eine gute Erinnerung hat und was davon hat. Und ich glaube, das habe ich 2016 gut hinbekommen, werde ich auch für 2017 versuchen. Und meine Momente waren zum Beispiel Skispringen in Norwegen, in L.A. für Netflix. Wo war ich noch? Ich war jetzt letztens noch in Manchester, vor allem Afrika, Tansania war eine geile Sache. So ein paar Sachen habe ich mitgenommen. Und das sind, glaube ich, so diese Dinger, die hängen bleiben. Das sind so die Dinger, die hängen bleiben. Und ich glaube, darum geht es doch irgendwo im Leben. Stellt euch mal vor, ihr liegt irgendwann im Sterbebett, so, ne? Ganz worst case, aber ihr wisst alle müssen irgendwann mal abtreten. Und das, was bleibt oder was man vielleicht irgendwie auch mitnehmen kann vielleicht, das sind Erinnerungen, Momente, ja? Und ich glaube, die sind immer noch wichtiger als diese ganzen großen Reden und diese Ziele. Es sind im Endeffekt Erinnerungen und Emotionen, die ja hängen bleiben. Und darum geht es, glaube ich, die zu sammeln und so viel wie möglich davon aufzupicken in einem Jahr. Und ich glaube, das sollte für uns alle auch 2017 wieder so ein bisschen die Motivation sein, zu sagen, ich will was erleben. Ja, ihr müsst rausgehen, was erleben. Darum geht es im Leben. Ja, irgendwo hinzureisen, zum Beispiel so eine Afrika-Reise. Ich kann es einfach jedem empfehlen, sowas mal zu machen. Einmal das Ganze gesehen zu haben, das wird dein Leben von der Einstellung her an gewissen Sachen für immer verändern.
ob das politisch ist, ob das blablabla, völlig egal. Ich kann es nur empfehlen, jeder soll daraus machen, was er will. Aber ich finde, jeder sollte auch mal sowas gesehen haben irgendwo in seinem Leben. Ne? Und das sind solche Sachen, die nehmen einen mit, die bleiben in Erinnerung und das sind Emotionen, die stecken bleiben. Und in dem Sinne, ja, ich will gar nicht groß was dazu noch sagen. Ich will mich vor allem an meine Zuschauer hier nochmal richten und mich großartig bedanken an euch. Weil es gibt welche, die sind seit 2011 inzwischen dabei. Ja, seit fast 6 Jahren gibt es inzwischen Zuschauer, die mich täglich verfolgen, die mit mir groß geworden sind sozusagen. Und ja, an meine Zuschauer geht das große Dankeschön, dass ihr nach so einer langen Zeit immer noch dabei seid, mir zuhört. Und auch wenn vielleicht 2016 mal hin und wieder so ein Punkt war, wo mir ein bisschen die Motivation flöten gegangen ist, habe ich eigentlich auch jetzt entschlossen, 2017 nochmal ein bisschen Gas zu geben. Ich habe mir neue Objektive gekauft, ich habe ein paar Projekte im Hinterkopf und ich habe Bock drauf, da noch ein bisschen Gas zu geben, auf jeden Fall hier auch auf YouTube, im Social-Media-Bereich und da freue ich mich natürlich, wenn ihr mit dabei seid. In dem Sinne, vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr ja, Teil meines Kanals seid und hier am Ende dann nochmal meine Momente 2016, die mich bewegt haben, die vielleicht auch ihr mitbekommen habt. Und vielen Dank an alle Leute, die mich 2016 begleitet haben und hoffentlich auch 2017 mit dabei sind. Auf Wiedersehen. I know I'll meet you down the line. You'll ask why I wasted my time. And I'll say I did enough better. But the truth is I was weak and scattered. Afraid of the blame. 9 years I've been the same, trying so hard to run from shame. And I will not keep up the pace to fool myself, I don't need grace.